Willkommen und heute zeige ich euch, wie ihr eine Knalltüte basteln könnt. Zunächst braucht ihr nur ein Stück Blatt Papier, sonst nichts. Zuerst faltet ihr das Blatt bis zu der oberen Linie, die etwas Abstand vom Rand hat. Als nächstes faltet ihr das Blatt durch die Mitte, dann sieht es so aus. Zunächst zieht ihr diese zwei roten Punkte außerhalb dieser grünen Linie. Das macht ihr, indem ihr einfach von hinten das Teil nach hinten zieht. Dann sieht es so aus. Als nächstes knallt ihr es mit gewaltiger Kraft gegen die Luft. Hier ein Beispiel. Jetzt das Beispiel.